und Anke Vater, die in diesem leistungsstärksten Siebenkampf, den es je gab, mit einer Verbesserung ihrer persönlichen Bestleistung nun als dritte DDR-Athletin in die Weltrekordregionen stieß. Wir wollen sie auf diesem Weg noch einmal gemeinsam mit ihren Kontrahenten begleiten. Neben ihr die Weltrekordlerin Sabine Peetz, ein Hürdenass. Sie gewinnt in 12,71 Sekunden. Anke Vater wird Zweite in 13,48 Sekunden. Vor Ramona Neubert. Ich weiß, dass Sabine eine exzellente Hürdenläuferin ist. Und man sieht das ja auch deutlich bei den Einläufen, dass sie schon ab der sechsten Hürde weit voraus lag. Ich glaube, sie bringt auch unwahrscheinlich viel Talent mit, da sie aus dem Hürdenbereich kommt. Wobei ich auch sagen muss, dass sie diese Zeiten als Hürdenläuferin noch nicht gelaufen ist. Vielleicht ist auch die Vielseitigkeit, die der Mehrkampf mit sich bringt, für sie zum Vorteil. Mit ihrer Bestleistung hätte Sabine bei den letzten Weltmeisterschaften in Helsinki sogar eine Medaille in dieser Disziplin sicher. Anke Vater. Das kleine Bändchen am linken Bein übrigens hat noch mit einer Verletzung in den letzten Wochen zu tun. Bei 1,74 Meter nimmt sie die etwa 500 Gramm schwere Trainingshose noch mit über die Latte. Sie schützt ihre Beinmuskulatur vor der Kühle. Nicht einmal 12 Grad waren es. 1,74 Meter, allerdings Endstation für die Weltrekordlerin Sabine Peetz. Ich hatte wesentlich neue Voraussetzungen überhaupt im Sprungbereich erreicht und dachte mir, dass die 86 eigentlich kein Problem mehr sein dürften. Mit der 83 wäre ich zufrieden gewesen, aber als ich dann 86 liegen sah, da musste ich die einfach schaffen. Da gab es eigentlich gar keine Frage mehr. Jane Frederick aus den USA bewältigt diese Höhe gleich im ersten Versuch. Ramona Neubert steigt ebenfalls bei 1,74 Meter aus wie Sabine Peetz. Man merkt ihr deutlich an, dass sie aus gesundheitlichen Gründen in diesem Jahr nur wenige Trainingsmonate hinter sich bringen konnte. Nach zwei Disziplinen Rang 5. So traurig sahen sie selten aus. Ja, das Jahr lief für mich nicht ganz so planmäßig, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ich war das ganze Jahr verletzt und habe die Saison praktischerweise viermal angefangen, um mich auf diesen Tag vorzubereiten. Ich habe mir vorgenommen, jetzt das Bestmögliche noch draus zu machen. Ich habe die Chance bekommen, 6.400 Punkte zu schaffen, was ich jetzt auch schaffen werde. Ich fliege etwa in den Bereich 6.600 Punkte und das möchte ich jetzt noch packen und dann werden wir sehen. Die 6.800 oder Weltrekord oder so waren dieses Jahr überhaupt nicht drin, eben wegen den Verletzungen, weil ich eben nicht trainieren konnte. Die Dimensionen von Anke und Sabine sind im Moment wahrscheinlich fremd. Ja, die sind mir sehr fremd, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich jetzt eingepegelt auf 6.600 Punkte und das ist auch ein Weltklasse-Resultat. Ich meine, manche werden sagen, ja, da gibt es sich ja vielleicht zufrieden damit, aber ich muss nun wirklich das Real einschätzen und das ist nun mal so und der Leistungssport ist hart und ich sehe das eben so. Vielleicht sollte man auch sagen, immerhin. Na klar, 6.600 Punkte, manch einer wäre froh, wenn er es bringen würde, aber ich bin eben zufrieden, wenn ich es bringe und ich werde mein Bestmögliches geben. Es wurden am Ende aber sogar mehr als 6.700 Punkte. Das 4 Kilogramm schwere Eisen in den schlanken Händen der Medizinstudentin Anke Vater. Meter. Die 32-jährige Jane Frederick ist seit 10 Jahren aktiv. Mit 15,91 Meter kommt sie ihrem Ziel immer näher. Sie wollte hier in der DDR den USA-Landesrekord verbessern, was ihr am Ende auch deutlich gelingt.
IDHFK-Studentin Sabine Peetz aus Leipzig. Mit 16,16 Meter wird sie ihre Führung zurückholen. Nun wieder Rang 2 für Anke Vater. Die letzte Disziplin des ersten Wettkampftages, 200 Meter. 200 Meter bin ich ein wenig verhalten angegangen und hätte meinen Trainer nicht gerufen, lauf ran, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Hinten raus bin ich dann zwar etwas fest gewesen, unzufrieden sein kann ich mit dieser Leistung nicht, wenn ich auch vielleicht ein bisschen mit einer besseren Zeit geliebäugelt hätte. Vater vor Peetz und Neubert, so ist der Einlauf. Die Zeit 23,20 Sekunden. Mit 3 Hundertsteln hat nun die Neubrandenburgerin die Nase vorn gehabt. Dieses Wetter ist doch gar nicht so schlecht, wenn es nicht regnet und nicht gerade schneit. Das ist gut. Oh, das sind doch sicherlich keine günstigen Bedingungen für die Schnellkraftdisziplin. Naja, ein paar Mal hat sich schon bemerkbar gemacht, gerade im Hochsprung, wenn es auf Höhe geht oder auch beim Kugelstoßen sicherlich bei Sabine. Aber letztendlich, wenn man sich genug warm macht, dann schwört das Wetter nicht so. Wir sind es außerdem gewöhnt als Mehrkämpfer. Mit 3.948 Punkten liegt Anke so gut im Rennen wie noch nie. Und Sabine Peetz fehlen nur winzige 11 Punkte gegenüber ihrem Weltrekord-Halbzeitstand. Leichtathletischer Mehrkampf über 2 Tage lang ist auch so eine Art Kostümfest. Um die 30 Mal ziehen sich die Wettkämpfer aus und an während der Wettkämpfe. Weiter geht es am zweiten Tag mit dem Weitsprung. Sabine Peetz. Sie gehört bekanntlich, so wie im Hürdenlauf, auch im Weitsprung zu den Weltbesten. 6,58 Meter werden im zweiten Versuch gemessen. Anke Vater. Im letzten Versuch. Ich hatte mir unwahrscheinlich viel vorgenommen. Als Ramona dann eine Weite von 6,71 Meter vorlegte, wusste ich ganz genau, dass es bei mir diesmal klappt, dass ich neue persönliche Bestleistung springen konnte oder springen werde. Und auch im Anlauf habe ich an meinen Trainer gedacht, na, er denkt jetzt bestimmt, das sieht man schon im Anlauf, jetzt muss es passieren. Damit holte sie sich die Führung nach 5 Disziplinen zurück. Anke, so eine prima Verbesserung der persönlichen Bestleistung. Worauf führt sie das zurück? Ich wusste, dass ich viel mehr drauf hatte als in allen Mehrkämpfen zuvor. Bei mir hapert es meistens ein bisschen an Nerven und an der Stabilität. Und das wollte ich das erste Mal beweisen, dass ich das auch kann. Meinen Mehrkampf richtig durchzustehen mit allen guten Leistungen. Mit einem Polster von 12 Punkten geht sie nun ins Speerwerfen. Dort, wo sie wohl die größten Reserven hat. Sie weiß, dass hier an dieser Stelle für sie persönlich der Mehrkampf in die entscheidende Phase tritt. Die Weltrekordlerin. Sie wirft den 600 Gramm schweren Speer 41,94 Meter. Mit einem Endergebnis von 6.785 Punkten, wieder einem Weltspitzenresultat, siegt sie in diesem so hochkarätigen Wettbewerb. Ramona Neubert, die Dresdnerin, steigert sich im Schatten der rivalisierenden Sabine und Anke von Disziplin zu Disziplin. Mit dem Speer krönt sie ihre Aufholjagd. 47,88 Meter. Nun hat sie sogar ein Polster vor dem Blondschopf aus Mecklenburg. In der Konzentrationsphase denke ich nur daran, dass alle Leute zu mir gesagt haben, du kannst mindestens 45 Meter werfen. Wenn ich auch persönlich noch nicht davon überzeugt bin, ich habe es ja im Training schon bewiesen, dass die 40 Meter eigentlich auch kein Problem für mich sind, aber ich bin noch so unsicher, aus den 45 oder aus den 40 Metern können eben gleich 32 oder 34 Meter werden. 34,04 Meter. Damit bleibt sie auf Rang 3.
Was dem einen die Uhl, ist dem anderen die Nachtigall. Jane Frederick. Sie wirft 52,74 Meter. Eine Woche lang hat sie sich hier in Potsdam auf diesen Wettkampf vorbereitet. Und mit 91 Punkten verbessert sie den alten USA-Landesrekord. Wie finden Sie das Erlebnis? Wie ist die Stimmung hier? Oh, sehr, sehr gut. Ich wundere mich ein bisschen, wie ist es, dass mit kaltes Wetter und ich ein bisschen nicht so hoch in Disziplin-Trainings gekommen wegen dieser Szene. Warum habe ich eine so gute Leistung gemacht? Und ich finde, dass es, weil ich in der Mitte von so guten Sportlern, die Vater, die Pete, die Neubert, und sie kämpften und ich auch war da drinnen. Und für das habe ich eine gute Leistung gemacht. Es war wunderschön für mich, wirklich, wirklich. Ja. Ich bin so zufrieden, dass ich hier gekommen bin. Kostümwechsel zum letzten Mal. Es geht zum abschließenden und entscheidenden 800-Meter-Lauf. Sie wird Ramona Neubert, die über bemerkenswerte Willensqualitäten verfügt, einige Meter abnehmen müssen, um am Ende wieder auf den ersehnten Platz 2 zu kommen. Nur noch die Startnummer befestigen. Anke, wie schnell muss es denn sein? 2,5 Sekunden schneller als Ramona. Und dann Sieg, oder? Und Sieg. Sieg ja, aber die routinierte Weltmeisterin aus Dresden lässt nur eine Sekunde zu. Anke Vater bleibt Dritte, hinter Pätz und Neubert. Trotz des beherzten 800-Meter-Laufes. Aber sie steigert ihre persönliche Bestleistung sehr wesentlich. Und außerdem ist sie die Jüngste im Bunde der Weltklasse-Athleten im Siebenkampf. Ja, Anke Vater lief mit 2 Minuten 03,8.